Ja, hallo und Glück auf zum Legendentalk nach dem Auswärtsspiel in Rostock. 2:0 gewonnen, 3 Punkte, wichtige 3 Punkte. Aber war schon ein kurioses Spiel. Wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Ja, das Wichtigste sind die 3 Punkte, glaube ich. Weil das Spiel war nicht so toll. Erst als der vom Platz geflogen ist, ja, so doof kann man nicht hingehen, wie der hingegangen ist. Zu Recht ist er vom Platz geflogen. Und 2:0, aber es hätte auch höher ausfallen müssen. Weil die 2 Kopfballchancen, was Lassmann gehabt hat, ja, das müssen Tore sein. Aber wenn ich hier oben köpfe, da geht es nicht, da funktioniert er nicht. Ich weiß nicht, ich denke mir mal, dass die das trainieren, dass die Flanken verwerten. Und da geht er so zum Kopfball, das habe ich noch nie gesehen. Und deswegen haben wir nur 2:0 gewonnen, aber gewonnen ist gewonnen. Und wir sind von, ja, noch nicht da unten raus, aber wir haben 3 Punkte und das ist das Wichtigste. Ja, also wie Klaus schon sagte, man muss ja gar nicht lange darüber diskutieren. Es war sicherlich kein gutes Spiel, das muss man auch sehen. Es war viel Murkserei so im Mittelfeld und nachdem wir natürlich ein Mann mehr hatten, wo ich aber auch trotzdem gedacht habe, auch wenn die mit einem Mann mehr noch drin gewesen wären, dass wir die geschlagen hätten. Also ich war jetzt da schon, für mich war das Spiel klar, dass wir das Spiel gewinnen werden, weil Rostock hat ja gar nichts gemacht. Nach vorne hin haben die mit einer Spitze gespielt und gut, der war jetzt nicht schlecht vorne, der hat sich gut bewegt und auch viel Druck gemacht ein bisschen. Aber da ist ja keiner nachgerückt von denen. Man hat ja gesehen, wenn wir hinten am Ball waren, war ja so gewesen, dass die überhaupt nicht angegriffen haben oder irgendwie was probiert haben, sondern die haben einfach, wollten auf eigenem Platz kontern. Und da haben die uns natürlich gut in die Karten gespielt, dadurch, dass wir dann immer mehr Druck machen konnten. Und nachdem der runtergeflogen ist, war für mich eigentlich klar, dass wir das Spiel ganz klar gewinnen. Ja, ich auch. Nach dem Platzverweis, Die hatten ja nicht eine Torschance, muss man sich vorstellen. Zu Hause spielen die, kämpfen ums Überleben und haben keine einzige Torschance. Und vielleicht hängt das zusammen, dass sie einen Mann weniger haben. Und ja, aber wir, die haben wir auch vorher und, schon. Und wir trotzdem da keine Chance zugelassen haben. Und über den Kampf, über die Kampfbereitschaft kann man nichts gegen sagen. Und jetzt gegen Fürth ist es schon wieder so. Wir sind Vierter oder Fünfter, haben eine gute Mannschaft. Und zu Hause, aber zu Hause musst du die Spiele gewinnen. Wenn du das Spiel gewinnst gegen Fürth, na, das sieht ganz anders aus. Dann kannst du in Ruhe in die Winterpause gehen. Und kannst dich auf die neue Saison vorbereiten. Ja, mit Aufstieg glaube ich nicht. Das sind 9 Punkte. 9 Punkte, ja, aber 9 Punkte, geht 9 Punkte. Das ist mäßig schnell, ne? Ja, muss man erst mal schauen, ob man die aufholt. Aber nichts ist unmöglich, sagen wir mal so. Und wir hoffen natürlich, aber ich glaube besser, dass die Mannschaft sich stabilisiert, gleich wieder aufsteigen, dann steigt sie sofort wieder ab. Das wäre nicht gut. Und deswegen musst du schauen, dass du Leute bekommst, die gerade in der Offensive ihre Leistung bringen und dann kann man schauen, wie geht es weiter. Ja, und vielleicht noch eins, vielleicht war es so, dass als Brunner reinkam auf der rechten Seite, hat man auch gemerkt, da auch da die rechte Seite dann auf einmal ein bisschen mehr Druck gemacht hat, fand ich jetzt persönlich. Die linke Seite gefällt mir sowieso ganz gut mit den beiden Jungs. Aber da hat man dann auch gemerkt, dass der Brunner schon ein bisschen mehr kicken kann und auch, sag ich mal, so keine Fehler macht. Also das gefiel mir ganz gut. Und die eine oder andere Flanke hat er auch reingebracht, wo natürlich nicht hundertprozentig. Aber man merkt schon, wenn der dabei ist, dass da ein bisschen auf der rechten Seite ein bisschen mehr Ordnung ist. Der Trainer schwört aber immer wieder auf Henning Matriciani. Also er bringt ihn ja von Anfang an. Er ist wohl angeschlagen, ausgewechselt worden. Ich gehe mal davon aus, auch weil die Leistung nicht ganz so dolle war. Aber könnt ihr das nachvollziehen, dass Karel Gerhards immer wieder
Ja, gut, aber du darfst ja nicht vergessen, René, der, er sieht den jeden Tag, er sieht den, dass das ein fleißiger Kerl ist. Meistens ist es ja so, wenn einer nicht richtig Fußball spielen kann mit Anstrengen, so, ja, dann ist es so, dass er über den Kampf kommt und das wird er wahrscheinlich im Training auch machen. Und wenn man dann eben zuguckt und sieht, wie er kämpft, wie er macht, auch im Training, dann ist es ja nicht so, dass man ihn dafür verurteilt, sondern dann sagt man, er hängt sich rein, er will unbedingt wieder in der Mannschaft bleiben. Und das ist doch eigentlich super, da soll sich der ein oder andere dann noch mal ein Beispiel dran nehmen, weil bis jetzt sind wir ja nicht bei 100%, wir sind vielleicht bei 60% oder 65%. Außer wenn wir Greuther Fürth schlagen hier, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Dann hast du eine kleine Serie gespielt und dann musst du ja, kommt Hamburg hier hin. Ja, also so weit geht es jetzt nicht nach unten, sondern eher dann nach oben. Ne? Und das ist natürlich auch super. Ja, momentan 13. Platz, ja. 9 Punkte bis zum Platz 3, ja. Haben wir ja schon angesprochen. Und das ist es so, man kann dann befreit aufspielen. Natürlich gewinnst du kein Spiel, wenn du nur ein bisschen rumspielst da. Du musst Gas geben, haben wir immer gesagt, Gas geben von der ersten bis zur letzten Minute. Dann kannst du solche Spiele gewinnen, musst du gar solche Spiele gewinnen. Und ich bin gespannt, gegen Fürth, wie es ausschaut. Dein Lieblingsspieler, wenn ich das in Anführungsstrichen mal sagen darf, Sebastian Polter, gestern zum Einsatz gekommen, ja. Vorlage gegeben. Polter, tut mir leid, aber da kannst du nicht in die Bundesliga gehen mit. Und da musst du schauen, dass du ja andere Spieler holen kannst. Aber, ich habe immer gesagt, ein guter Spieler kostet viel Geld. Viel Geld haben wir nicht. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir im Amateurbereich vielleicht den einen oder anderen Spieler bekommen, der sich durchsetzt in dieser Mannschaft. Und ja, ich sage ja, das Wichtigste, habe ich immer gesagt, ist, wenn ich kämpfe von Anfang an und über den Kampf zum Spiel, funktioniert das, klappt das, okay, aber erst muss ich das machen. Ja, wo ich war jetzt nicht überrascht, also Polter ist ja nun einer, der, wenn er reinkommt, auch alles probiert, das muss man auch sagen. Ist jetzt nicht, sage ich mal, für mich jetzt der große Bringer, dass er uns ganz weit nach oben schießen würde. Aber was er macht, er bemüht sich, er kämpft, er macht. Ja, er hat natürlich ein bisschen Qualitäten, das hat er, gar keinen Zweifel. Aber er macht natürlich auch, sage ich mal, wenn er alleine spielt, ohne Terodde, dann ist es natürlich wieder so, ja, dann steht er vorne drin, kriegt wenig Bälle und ist ja noch nicht so der Geschickteste, wo man sagen kann, er dreht sich schnell, bumm, macht ein Tor oder so. Aber was er gut gemacht hat für Karaman, diese Vorlage, die er da gegeben hat, fand ich sehr gut. Und ja, das gibt ihm vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen und vielleicht überrascht er uns ja noch. Und wir kriegen noch richtig viel Geld für ihn, wenn wir ihn verkaufen sollten. Also er will ja wahrscheinlich weg, soweit er ja selber gesagt hat. Und da wäre ich jetzt nicht abgeneigt, wenn er noch ein paar gute Spiele machen würde. Ja, ein Spiel bleibt er jetzt nochmal, um sich zu zeigen. Da sprechen wir gleich drüber am Freitag gegen Greuther Fürth. Ihr habt es ja schon angesprochen. Lass uns aber auch nochmal über unschöne Dinge sprechen. Gestern gab es ja Ausschreitungen zwischen den beiden Fanlagern. Lange Unterbrechung, 30 Minuten. Wie habt ihr das ganze Szenario wahrgenommen? Es ist wirklich die Frechheit, wie sie unsere Fans da benehmen. Da muss man einfach und deutlich sagen, da muss man die irgendwie bestrafen. Aber es passiert nichts. Weil wie die sich benommen haben, das gibt ein schlechtes Bild auf Schalke. Und das ist ja nicht das erste Mal. Ja. Sie sind immer in der Lage, durchzudrehen. Und das hat im Fußball nichts zu tun, aber gar nichts. Tja. Ja, mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen, weil im Endeffekt ist es ja so. Also die Rostocker, das ist ja da auch eine bekannte Truppe, die auch nicht gerade ruhig stehen bleibt, sondern da auch pausenlos was unternimmt. Ich glaube, gegen St. Pauli war ja auch schon mal so fast kurz vorm Abbruch gewesen.
Man weiß das nicht. Ich habe am Fernsehen jetzt nur gesehen, so ein, zwei Szenen. Und was willst du da jetzt zu sagen? Also, meine Güte, da soll der Verein sich drum kümmern und nicht wir beide, weil nee, wir sind nicht der Verein. Nicht. Und da muss der Verein sich drum kümmern. Dafür haben wir Aufsichtsräte, dafür haben wir Vorstände. Und die müssen sich mit den Jungs auseinandersetzen, warum und weshalb es zu solchen Ausschreitungen kommt. Und da können wir beide sicherlich nichts machen. Es gibt immer ein schlechtes Bild auf Schalke. Ja, nicht auf die Spieler, nicht auf die Fans, immer auf Schalke. Und das kann nicht gut sein. Tut mir leid, aber da kann nicht gut sein. Zumal ja wahrscheinlich auch noch eine gehörige, saftige Geldstrafe auf den Verein zukommt. Gerade in den Zeiten, ne, wo es eh knapp ist. Das Geld von denen holen. Aber da passiert nichts wahrscheinlich. Das weiß ich, keine Ahnung. Ja, okay. Aber wo man auch sagen muss, die machen ja auch viele gute Sachen bei uns im Stadion, organisieren die da auch viele gute Sachen. Aber das ist leider so, auswärts kriegt man den einen oder anderen wahrscheinlich da nicht im Griff. Und naja, okay. Also man muss tatsächlich auch ein paar Fanstimmen sammeln und sagen, man kennt sich untereinander und das muss nicht unbedingt immer aus dieser Ultrasgruppe sein. Die fragen sich selbst, wie kriegen die Chaoten Karten für solche Spieler? Die das ist die Frage. Wer ist das? Und da muss man mal richtig durchschreiten, indem man keine Auswärts-Ticket mehr verkauft. Ende aus. Das geht ja auch nicht. Da werden die anderen Vereine, wo die werden dann auch dadurch bestraft, glaube ich. Ja, gerade Schalke mit einer gehörigen Fanmacht immer unterwegs ist. Die kommen immer mit 10.000, 15.000 an. Achso, das ist ja für die dann auch eine Kasse, ein Riesenloch drin. Also, aber irgendwie muss der Verein was, unternehmen, finde ich. Der Verein muss sich mit diesen Leuten auseinandersetzen. Und gibt auch sicherlich bei dem einen oder anderen großen Fanclub, der dabei immer ist, dass die sich da unterhalten müssen. Also es darf nicht passieren, sowas. Das macht unseren Verein auch, ob das Fernsehen ist oder in den Medien ist. Das ist sicherlich sehr schädlich für unseren Verein. Und ich weiß nicht, also da muss der Verein sich mehr auseinandersetzen, weil das ist ja jetzt, wie der Klaus gesagt hat, nicht erste Mal passiert, sondern schon ein paar Mal. Und wir haben tolle Fans. Da sind auch, über die Hälfte, über ein Drittel sogar mehr, also die dann irgendwo sagen, wir machen kein Theater, sondern wir kommen nur wegen dem Spiel hin. Und es gibt immer so ein paar Jungs, die mit denen muss man dann eben reden und sagen, du, pass auf, das funktioniert so nicht. Thema abhaken. Schreib mir noch über das nächste Thema, Spieltag am Freitag. Oder möchtest du noch was sagen dazu? Nein. Es wird ein schweres Spiel, da braucht man sich drüber reden. Und die können locker aufspielen. Wir müssen immer, weil wir stehen unten und wir müssen. Dann haben wir die Fans hinter uns und weil dann wärst du ganz raus. Wenn du auch 3 Punkte holst, wärst du ganz raus und könntest in Ruhe arbeiten. Verlierst du wieder, dann kommt der HSV. Ja, ist auch nicht kein leichter Gegner. Aber das wäre jetzt unheimlich wichtig, 3 Punkte zu Hause gegen Kräuterfeld. Also stehen gut in der Tabelle, Platz 4, haben aber dann auch auswärts eine schlechtere Bilanz. Ich habe es mal aufgeschrieben, zu Hause sind sie gar nicht so stark, sind nur Platz 11, haben 2 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden, 3 verloren, 8 Punkte. Schalke zu Hause, immerhin auf Platz 9, 12 Punkte, 4 Spiele gewonnen, 3 Niederlagen. Also, und wenn man mal guckt, 9 Punkte sind sie alle weg, so weit ist es nicht. Also es hat sich keiner unverfestigt. Ich glaube, dass man in der zweiten Liga jeder jeden schlagen kann. Ja, also ich finde, diese Liga ist jetzt nicht so brutal, dass jetzt hier 5, 6 Mannschaften abhauen und der andere ist nur Schrott. Also aber, das glaube ich nicht. Aber du darfst ihn nicht in Ruhe lassen. Nein, darfst nicht. Ja gut, machst aber... du das, dass du schön spielen können? Ja, man muss da darüber würde ich mir jetzt nicht so viel Gedanken machen. Ich würde mir jetzt eher Gedanken machen, wie geht es dann weiter? Ja, kriegen wir neue Spieler und. Und das ist viel wichtiger. Haben wir überhaupt das Geld, neue Spieler zu holen? Wenn wir natürlich Kräuter Fürth hier schlagen, haben wir eine kleine Serie, dann wirst du auch Hamburg hier schlagen. Also davon bin ich überzeugt, weil dann hast du irgendwo so ein bisschen Selbstvertrauen, was ja weggegangen ist über ein paar Spiele hinterher. Und dass wir natürlich da unten raus sind, dass du ein bisschen Luft kriegst, dass du sagst,
Boah, ich habe jetzt mal wieder ein bisschen Luft. Auch wenn ich mal ein Spiel verliere, du rutschst ihn nicht gleich wieder rein. Aber du musst Kräuter Fürth schlagen. Ja. Dann hast du ein bisschen Luft. Wie ist das bei euch, wenn ihr in die Winterpause gegangen seid? Mit einem guten, positiven Gefühl, hat sich das verfestigt oder verfliegt das dann auch wieder? Man fängt quasi nach der Pause bei Null an. Oder bleibt das und steigert sich vielleicht sogar noch? Tabellenvier schlägst zu Hause. Dann gehst du in die Winterpause mit viel Selbstvertrauen und kommt der HSV. Das ist auch keine Übermannschaft, da kann man ja sehen. Auch der HSV kannst du schlagen. Aber erst muss das nicht getan werden. Step by step, langsam. Wir müssen nicht nach Hamburg jetzt erstmal gucken. Wir müssen jetzt schauen, dass wir Greuther Fürth schlagen. Egal. Die ist sicherlich eine unangenehme Mannschaft. Das ist von den beiden Mannschaften, die wie wir jetzt geschlagen haben, sicherlich mit Abstand die bessere. Aber man muss, wenn man zu Hause spielt, aggressiv, wie der Klaus sagt, aggressiv. Die Greuther Fürther haben auch sehr gute Fußballer dabei, die jetzt auch nicht so gerne bearbeitet werden, auf Deutsch gesagt. Ja, die wollen auch Fußball spielen. Und wenn du mit denen nur Fußball spielen wirst, glaube ich, dass wir da Schwierigkeiten kriegen. Wenn wir die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir wollen unbedingt hier gewinnen, dann gewinnst du das Spiel auch. Und man muss sich konzentrieren, unser Stadion wird voll sein. Ja, die Leute stehen dann wieder voll hinter uns. Ja, auch die, die ein bisschen rumgemüdelt haben. Ja, die sagten, oh, wir steigen ab vielleicht oder nicht. Ja, das haben wir ja auch gesagt. Aber trotzdem ist es doch so, dass das ganze Stadion hinter uns stehen wird. Und nach den beiden Siegen, die der ja eigentlich machen muss oder beide schlagen musste, ist es ein tolles Spiel, jetzt gegen eine Mannschaft wieder zu spielen, wo du sagst, kann ich die schlagen oder nicht? Und wenn wir die schlagen, glaube ich, dass wir dann so einen Gang nach oben kriegen und dass wir dann langsam so in der Phase reinkommen, wo wir eigentlich hingehören. Ja? Ja. Viele haben ja gesagt, die letzten beiden Gegner Osnabrück und Rostock sind einfach, aber ich glaube, die sind auch sehr schwer zum Spielen, ne? Gerade wenn die hinten drin stehen. Und nein, Rostock und Osnabrück, weil man sagt, die beiden Spiele wären sehr einfach gewesen. Also die beiden Spiele waren nicht schwer, weil beide Mannschaften, ob das Osnabrück oder Rostock, wirklich nichts können. Den musst du schlagen. Ja, aber man hat ja gesehen, die stellen sich dann hinten rein, das wird dann auch schwierig. Ne? Fahren einen Konter und möglicherweise gewinnen sie dann. Aber wenn du nur einen Punkt geholt hättest jetzt in Rostock, wäre ja auch gut gewesen. Ja? Aber ich sage, ja, das war ja immer, wo ich gesagt habe, ein Punkt würde ja schon reichen. Ja? Hauptsache, du hast nicht wieder verloren, ja? Dass du wieder im Tal runterfährst. Ja? Sondern du musst jetzt mal nach oben gucken. Da oben irgendwo, ja, an der Spitze, da muss ich langsam ranklettern. Jetzt, wenn du jetzt drei Spiele hintereinander gewonnen hast, es kommt dann eventuell Hamburg, keine Ahnung. Man muss gucken, wie die Vorbereitung ist. Man muss gucken, ob man überhaupt in eine Vorbereitung reinkommt, ob man nach Portugal fährt oder nicht fährt. Ich weiß das gar nicht. Man hat ja gesagt, ja, mal nein, mal ja. Ob das Geld dafür da ist? Ich persönlich würde sagen, man muss fahren ins Trainingslager. Man muss abschalten, man muss weg aus Gelsenkirchen. Man muss Neues sehen. Man muss einfach sagen, wir müssen eine geile Vorbereitung machen. Und dann kann man vielleicht eventuell, denn so weit sind wir nicht von oben weg. Nee, nee. Also es geht auch ruckzuck, wenn du den HSV schlagen würdest, dass du dann nach oben gucken kannst, aber ganz nach oben. Vielleicht dann die letzte Frage, bevor wir uns verabschieden, ja. Ja, nächste Woche ist ja noch einmal Legendentalk nach dem Spiel gegen Greuther Fürth. In der Pause findet auch ein Hallenturnier statt. Wie findet ihr das? Schalke mal wieder bei einem Hallenturnier? Ich muss ehrlich sagen, die haben nicht ernst genommen. Ja, die haben zwar gespielt, aber ich habe die gern. Ich spiele gerne so in der Halle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer gerne gespielt. Aber wie gesagt, du darfst natürlich, oder musst ein bisschen aufpassen. In der Halle kannst du dich schnell verletzen. Und ich würde nur sagen, also die Jungs, die jetzt nicht so geschickt sind in der Halle, die würde ich dann auch nicht spielen lassen. Ja? Also das ist schon, oder ich würde vielleicht mal ein paar Jungs austesten von der U23 ja. und, die mitnehmen und spielen lassen, wie die sich verhalten und. Ja, dass sie so ein bisschen reinschnuppern in der Bundesliga. Ne? Okay, dann verbleiben wir so, okay. Freuen uns auf eine kurze Woche. Freitag geht es ja weiter, 18.30 Uhr hier in der Veltins Arena. Und dann sehen wir uns am Montag zum nächsten Legendentalk. Danke und Glück auf.